ganz herzlich hier begrüßen in der Konzerthalle beim Freien Walde zum ersten Foyergespräch im Jahr 2019. Und der Tradition folgend haben wir für das erste Foyergespräch in Bad Freienwalde im neuen Jahr unseren Bürgermeister eingeladen. Also es geht heute nicht um die Straßensperrung auf der B158. Es geht auch nicht um den Garagenabriss. Es geht auch nicht um den Brückenabriss. Unser Leitbild, was wir uns schon seit Jahren gegeben haben für die Stadtentwicklung, lautet: historische Kurstadt mit besonderen Angeboten zum gesund werden, gesund bleiben und genießen. Unsere drei Hauptziele sind die Stärkung des Kurortstatuses, die Stärkung der Versorgungsfunktion für das Umland, also für unseren Mittelbereich, und natürlich den Erhalt und die Sanierung des historischen Stadtkerns. Da geht es um Kino, Theater, Schloss, Teehäuschen oder Landmuseum, Kurtheater, Konzerthalle oder auch Museum. Sie sehen also, unsere Kulturlandschaft rein von Einrichtungen her und Angeboten ist umfangreich bestückt in Bad Freienwalde. Optimismus ist Pflicht mit Ausrufezeichen. Von jemand anders vortragen lassen und eine Zielstellung an einem ganz speziellen Projekt, unserem Kurtheater. Dazu darf ich Ihnen vorstellen, Wolfgang Seifert, von der Firma Fach und Werk Projektentwicklung. Ich bin sehr für Visionen, ich bin sehr für Ziele, bin sehr für Emotionen, aber relativ schnell muss es zu einer ganz realen Bodenhaftung kommen und muss eine Umsetzungsfähigkeit darstellen. Die Potenziale dieser Stadt sind eigentlich im Kontext der anderen brandenburgischen Städte ungewöhnlich gut. Hier in Bad Freienwalde ungewöhnlicherweise finden Sie ein großes Spektrum. Oder finden Sie, das heißt, sind Sie in einem großen Spektrum von Alleinstellungsmerkmalen zu Hause, die ungewöhnlich sind für die Brandenburger Kulturlandschaft. Der Vorschlag lautet, dass man die wichtigsten Maßnahmen, Aktivitäten, Vorschläge, Projekte aus diesen verschiedenen Plänen extrahiert und zusammenfasst in einen Masterplan, der durchaus mit einer Zielorientierung in einer überschaubaren Sicht, nämlich 2025, zusammenfasst, um diese Dinge konzertiert anzugehen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 3.5. beschlossen, als einen Ausdruck dieser Planung das Kurtheater zu revitalisieren, und hat die Stadtverwaltung beauftragt, die entsprechende Antragstellung bei der ILB in Bewegung zu setzen wird. Allianz der kulturellen und touristischen Akteure, das ist nur eine Auswahl, es sind wahrlich nicht alle. Ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen den kulturellen Akteuren noch nicht allzu stark ausgebildet ist, dass es durchaus einen Verbesserungsbedarf gibt. Also das Kurtheater ist ein wichtiges Baudenkmal in einem Ensemble der Stadt. Natürlich gibt es jetzt hier verschiedene Szenarien. Es gibt Vorschläge, es brach fallen zu lassen, es liegen zu lassen. Es gibt Vorschläge, dass man es verkaufen sollte. Es gibt auch den geprüften Vorschlag, es technisch zu ertüchtigen, die Brandschutzmaßnahmen auszuführen und es als Veranstaltungsfläche in irgendeiner Form zu halten. Und es gibt die Möglichkeit, dieses Traditionshaus wiederum zu aktivieren und in das kulturelle und städtebauliche Ensemble zu integrieren. Was soll zukünftig dort stattfinden? Es sollte ein multifunktionaler Veranstaltungsort sein, der für verschiedene Aktivitäten in der Lage ist, die Besucher und auch die Mieter dieser Räumlichkeiten glücklich zu machen. Dazu zählen natürlich größere Veranstaltungen. Wir haben ungefähr 320 Sitzplätze. Aber auch die Nutzung für Tagungen, für Feste, Feiern und so weiter ist durchaus in diesem Saal machbar. Weiterhin, dazu zählen natürlich auch Kinderveranstaltungen, dazu zählen Filmveranstaltungen, Tanzveranstaltungen, Zielgruppen, nicht nur für die kulturellen Aktivitäten der Stadt, sondern auch für das Kurtheater. Wenn Sie oben ein Bild mit Chinesen sehen, dann ist das nicht ein Witz oder ein Fehlgriff. Im letzten Jahr waren in Brandenburg 7 Delegationen aus China, die sich mit dem Thema Gesundheitstourismus und Schwerpunkt Kurbetrieb besucht haben. In China gibt es keine Kureinrichtungen der
dieser Art, sondern es gibt zwei Einrichtungen in China, die als Kurort für Bergarbeiter dienen. Aber die Chinesen sind sehr interessiert an der Kurortentwicklung in Brandenburg. Weiterhin das Berliner Publikum und natürlich nicht zu vergessen, sondern an erster Stelle die Besucher aus Stadt und Region. Trägerschaft. Wenn man die Vorstellung hat, ein Kurtheater zu etablieren, ist man ganz schnell in der Frage, bei der Frage, ist es wirtschaftlich, wer vertritt die Wirtschaft und wer macht das überhaupt? Das heißt, wir müssen frühzeitig sehen, und zwar vor einer Beantragung bei der ELB, wer ist der Träger dieses Hauses. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass die Stadt baut und im Vorhinein eine Ausschreibung, über eine Ausschreibung einen privaten Pächter sucht. Es gibt durchaus die Möglichkeit, einen eigenen Träger zu gründen oder eine vorhandene Struktur dort zu etablieren. Unser Vorschlag lautet, dass wir versuchen sollten, die bereits vorhandene städtische Gesellschaft, die Tourismus GmbH, mit den zwei Aufgabenfeldern Kultur und Stadtmarketing zu verbinden. Denn nur die drei Bestandteile organisieren ein wirtschaftliches, effizientes Miteinander. Wenn ich Tourismus, dann gehört die Kultur dazu und ich muss es ordentlich vermarkten und nicht nur regional vermarkten, sondern auch überregional vermarkten. In Bayern und Nordrhein-Westfalen rum. Aber ich kenne kaum eine Kleinstadt mit 8.500 Einwohnern in der Kernstadt und den sieben Ortsteilen mit 12.500 vielleicht, die ein Theater hat. Das ist schon bemerkenswert. Aber ich kenne überhaupt keine Stadt in Deutschland, die mit 8.500 Einwohnern in der Kernstadt zwei Theater hat. Das ist grandios, das soll mir mal einer zeigen. Aber wir in Freienwalde sind ja in dem Wahnsinn, in der Endphase des Wahnsinns noch weitergegangen. Wir wollen jetzt drei Theater haben. Dass es nicht sein kann, dass die Stadt Bad Freienwalde 4,2 Millionen Euro für die Sanierung des Kurtheaters bereitstellt und die Bereitstellung der Ampelanlage in der Berliner Straße jetzt beim Bau für die Bewohner kostenpflichtig sein soll. Das ist doch ein Widerspruch sondergleichen. Den Ausbau des Feuerwehrgebäudes ohne Mehrkosten zu machen, damit das endlich fertig wird, damit wir im Katastrophenschutz, im Brandfall und in der Rettungsstelle sachkundig da vorhanden sind. Guten Abend, mein Name ist Peter Getzner, Bauhaus aus Bad Freienwalde. Wir dürfen beim Kurtheater natürlich nicht vergessen, dass es die Heimstadt von einem Verein ist. Und diese Vereine leisten natürlich eine ganz hervorragende Arbeit. Also der Karnevalsverein, der da aktiv ist, der Handwerker Mannheim-Männerchor, das Jugendorchester, was auch eine Bühne braucht. Also letztendlich brauchen wir in Freienwalde natürlich Spielstätten für die Vereine. Wir müssen aber auch sagen, wir haben in Freienwalde ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungsstätten. Ich würde auch gerne ein Wort sagen. Ich finde, dass die Studie nicht so, wie sie ist, überhaupt diskussionsfähig ist. Sie muss überarbeitet werden, dass man darüber diskutieren kann. Denn es sind einige Sachen, von denen da ausgegangen wird, habe ich heute eines aufgezählt und vielleicht darf ich ergänzen, dieses Haus hier wird seit 20 Jahren vom Oberbarnumer Kulturverein ehrenamtlich geleitet. Ich habe in den 20 Jahren, wo ich das Haus leite, keinen Pfennig bekommen und die Kollegen, die hier Veranstaltungsdienste machen, auch nicht. Und ich meine, das bedarf auch einer Anerkennung und das bedarf auch den Schutz der Stadt, dass solche Sachen berücksichtigt werden. Wie Sie schon sagten, dass hier gute Veranstaltungen stattfinden, weil sich der Verein große Mühe gibt. Und da muss man dann auch wissen, dass bei der Planung für das Kurtheater diese Häuser, die unter anderem Herr Glätzner eben aufzählte, und vor allen Dingen eben auch die Kurlichtspiele, wo die Stadt ja den Ausbau dem Aufbau zugestimmt hat und fördert, da muss man dann auch dafür sorgen, dass diese Aktivitäten von Bürgern ehrenamtlicher Art in unserer Stadt und wo auch Bürger aus dem Umland mitarbeiten, entsprechend akzeptiert werden. Die andere Seite ist, es ist nicht schwer, die uckermärkischen Bühnen zu fragen, ob sie in Freienwalde auftreten. Das machen sie gern. Es muss bezahlbar sein und darum geht es wieder. Und ich muss Ihnen sagen, und das glauben Sie mir bitte, mir blutet das Herz, wenn ich daran denke, dass dieses Kurtheater dort steht und vergammelt. Ich bin also wirklich dafür, dass es aufgebaut wird.
dass es wieder aufgebaut wird. Aber ich bitte ganz herzlich, dass bevor wir weiter darüber diskutieren, doch nochmal, dass man sich da zusammensetzt und bestimmte Sachen, die von der Voraussetzung her einfach so nicht gehen, dass man das vorher ausräumt und dass man dann hier diskutieren kann. Ich weiß, Herr Lehmann würde mir gerne den Mund verbieten. Aber ich habe ihm heute gleich gesagt, wenn Sie mich daneben haben, ich bin nicht auf Ihrer Seite für diese Studie. Ich bin für jede Studie fürs Kurtebeispiel. Herr Lehmann, mit dem Mund verbieten, wissen wir, war es andersrum, aber ist auch egal. Wir sind uns auf jeden Fall kultiviert im Streit immer wieder begegnet und das schätze ich ja auch, dass wir uns da die Meinung sagen können und trotzdem immer wieder am selben Strand ziehen, wie wir Bad Freienwalde voranbringen können, auch gerade im Bereich der Kultur. Und mir haben auch Ihre Worte gefallen und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir ein Konzept entwickeln können für das Kuhtheater, was sowohl die Stadt bereichert, als auch die anderen ihre Daseinsberechtigung nicht entzieht. Dafür, Frau Linke, das ist unser Anspruch, so sind wir auch angetreten von Anfang an, dass wir auch nur diese Situation realisieren, vielleicht ist es nicht ganz deutlich geworden, wir die Situation nur realisiert bekommen, wenn das Land Brandenburg, die Investitionsbank des Landes Brandenburgs, auch sagt, wir nehmen euch das Konzept ab, wir fördern euch das Vorhaben in der Größenordnung. Herr Lehmann, Sie haben bei Ihrem ersten Redner ja gesagt, es sind Fragen zulässig. Ja. Er solle fragen. Jetzt habe ich meine Frage, Herr Lehmann. Sie haben im vergangenen Jahr konstatiert, dass wir die Verkehrsinfrastruktur in den Gemeindestraßen jährlich rund 750.000 Euro notwendig wären. Ich habe festgestellt, beziehungsweise das haben Sie auch zugegeben, dass Sie nicht mal 50% dieser Summe jährlich aufwenden. Wie soll das in der Infrastrukturerhaltung der Stadt, das ist ja eine Pflichtaufgabe, wie soll es da weitergehen aus Ihrer Sicht? Mein Name ist Manfred Schenk, bin auch aus Bad Freienwalde und ich möchte eine Aussage treffen zum Kurtheater. Mich würde es auch sehr leid tun, wenn das Kurtheater nicht mehr betrieben werden kann. Aber nicht in dieser Form. Das Kurtheater sollte an einen privaten Investor vermittelt werden, der aber ein Konzept hast, wo ja, da man mal nicht mit Minus arbeiten muss, und da Geld verschwendet, wie vorher gesagt wurde, wir brauchen diese Gelder für andere Zwecke, sehr, sehr dringender. Ich denke nur an Kindereinrichtungen, ich denke an Sporteinrichtungen, ich denke an Schulen, ich denke an die kommunalen Straßen. Da fehlt das Geld. Desto mehr sich dort reinstecken, desto weniger haben die für andere Zwecke. Auf eine lange Zeit. Führen wir uns mal vor Augen, immer wieder vor dem Tatbestand der Förderrichtlinien. Private sind in der, im Land Brandenburg förderfähig nach der GLB-Richtlinie. Wir haben den besonderen Vorteil, weil wir noch Kurort sind und wir werden auch Kurort bleiben. Und als Kurort genießen wir in der GLB-Richtlinie ja diesen Vorteil, dass wir mit 40% förderfähig sind für Infrastruktureinrichtungen, die zur Attraktivitätssteigerung dienen für kurtouristische Angebote. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Vorschlag eine weitere Variante darstellen kann, wenn wir jemand Privates finden. Und der würde natürlich sicherlich, dann müsste die Stadtbahnversammlung ja entweder einen städtebaulichen Vertrag machen zur langfristigen Bindung, mindestens 25 Jahre Laufzeit, oder aber ein erneutes Abenteuer des Verkaufs, wovon ich abraten würde, aufgrund der Erkenntnisse, die wir hatten. Dann müsste derjenige, wenn wir nur die Brandschutzauflagen füllen, müsste er mindestens 600.000 bis 700.000 Euro privates Kapital investieren, bei 40% Förderung, um diese Minimalvariante zu realisieren, halte ich für ausgeschlossen, dass das tragfähig ist, dieses Modell. Herr Lehmann, die Parkplatzfrage stellt sich ja nach wie vor, ich weiß nicht, der Planer, wie auch Herr Seifert, glaube ich, hat es jetzt nicht irgendwie berücksichtigt. Erwähnt wurde im Vorfeld, dass der Torn wohl irgendwie ein Thema sein sollte. Ich habe mir die Mühe gemacht, in der letzten Woche die freien Parkplätze in der Woche, wie auch am Wochenende davor, einfach mal zu zählen. Wenn Sie die Zahlen hören, wissen Sie, dass das Kurtheater gar nicht anfangen zu betreiben, weil wir mit Personal vom Kurtheater dort geparkt hat, sind die Parkplätze auf dem Turm. Ja, hallo, mein Name ist Udo Jachtmann, bin selbstständiger Handwerker in Freienwalde, wer mich nicht kennt, und auch Vereinsvorsitzender der Freienwalder Karnevalsgesellschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das erste Mal zu so einem Vorgespräch. Für mich ist es momentan so ein bisschen befremdend, dass ich glaube, dass hier einige Leute ihre privaten bzw. auch parteilichen Vorzüge hier vorbringen und eigentlich gar nicht zu dem Thema reden.
Und mir ist jetzt auch, da ich jetzt 30 Jahre auch in dem Verein im Karneval bin, diese Parkplatzprobleme, wie gesagt, wir als Karnevalsverein machen seit über 30 Jahren und zu DDR-Zeiten 17, 20 Veranstaltungen. Bis dato gab es noch nie Probleme irgendwo und die Bundesstraße ist nach wie vor so, wie sie heute ist. Die Gäste haben sich immer irgendwie gekümmert, beziehungsweise sind auch gar nicht mit dem Auto zu den Veranstaltungen gekommen. Auch wenn wir dann jetzt gerade gehört haben, du hast ja gerade angesprochen, diese Veranstaltungsräume, die wir haben in der Stadt und im Kulttheater nicht brauchen, da muss ich natürlich dazu sagen, wir haben das jetzt selber im Schülerclub der Kretschmer Oberschule mitgekriegt und auch gerade der Handwerker Männerchor hat das auch zu ihrem 70-jährigen Jubiläum in der Kurstadthalle mitgekriegt. Was das bedeutet für einen finanziellen und riesigen Aufwand? Also das erste Vorgespräch mit der Investitionsbank des Landes Brandenburgs hatte zum Ergebnis, dass die 90%ige Förderung nur in Betracht kommt, wenn auch die touristische Bedeutung überregional belegt wird. Also das heißt, wenn wir hier ein Veranstaltungshaus entwickeln, wo nur, versteht ihr jetzt nicht falsch, liebe Karnevalsfreunde, wo nur der Karnevalsverein oder nur der Handwerker Männerchorverein reingeht für regionale Veranstaltungen oder nur die Wanderoper mit einer Aufführung der Kolbitschule auftritt, dann wird das nach Lage der Dinge nicht reichen, für die Investitionsbank des Landes Brandenburgs als überregionale Bedeutung anzuerkennen. In einem Gespräch mit der zuständigen Mitarbeiterin der IEB wurden deutliche Worte gefunden. Sie sagten es selber, die Förderung der Gastronomie ist komplett ausgeschlossen. Auch eine Förderung von Kurtheater oder einem Theater ist nicht möglich. Ja, mein Name ist Paul Rikwinski. Zu der Thematik vielleicht wieder zurück. Erstmal vielen Dank an alle, die sich engagieren, ob sie jetzt Lugo, Büchel, Frau Rück oder sonst wie heißen. Das zeigt nämlich, dass sie sich für die Stadt noch interessieren. Ne? Aber ich habe satt diesen ständigen Kleinkrieg zwischen Stadtvorstandsversammlung, Verwaltung oder sonst irgendwelche Sachen. Wir kommen gar nicht mehr zu den Thematiken, was es geht. Es geht um unsere Stadt. Ja? Und auch wenn es so sein scheint, dass ich der, so habe ich den Eindruck, mit Mainz der Sache, ich bin glücklich in dieser Stadt zu wohnen. Ich bin absichtlich aus München hinterhergezogen, weil ich diese Stadt liebe und weil ich hier geboren bin. Ja? Und da bin ich, natürlich sehe ich auch, dass wir Probleme in der Stadt haben. Aber wenn ich immer nur den Finger darauf zeige, das ist schlecht, das interessiert mich nicht und das will ich anders haben, dann werden wir nicht vorankommen. Und nochmals, da geht es mir nicht um irgendwelche Stadtvorstandsversammlungen, um die Verwaltung oder sonst was. Es geht mir um uns, um unsere Stadt, das ist unsere Stadt. Und da kann ich nicht verstehen, wie da Bemerkungen gemacht werden, dass das Kurtheater, wie du richtig sagst, schon seit Jahrzehnten besteht, neben der Konzerthalle, das ist auch eine wunderbare Einrichtung ist. Warum wir nicht vernünftig uns darüber Gedanken machen, um dann nochmal zurückzukommen, wegen Verschreibung oder sonst irgendwas. Vor 2 Minuten wurde gesagt, es funktioniert nur, wenn wir ein überregionales Konzept haben. Funktioniert das nicht, ist die erste Variante sowieso gestorben. Ja? Denn zur Sache Vermietung, was sind Ihre Ideen, Ihre Vorschläge? Aber bei 3/4 der Belegschaft habe ich das ja nur gehört, das geht nicht, weil das und das, und vor allen Dingen wollte ich Ihnen nochmal mitgeben, dass das und das schlecht ist. So werden wir hier in der Stadt nicht vorankommen. Danke. Genau. Eine Frage habe ich, und zwar, wann würde das Stadtentwicklungskonzept komplett mal zur Diskussion gestellt? Weil wir sollten heute ja nur über das Kurtheater reden. Wir angucken, wir stellen es ins Internet und es soll die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Und wie die Beteiligung der Bevölkerung erfolgt, das ist einmal auch durch eine weitere Einwohnerversammlung vorgesehen. Ich möchte noch mal einmal auf Arbeitsplätze zurückkommen. Und da ist das Land Brandenburg immer noch auf der Suche, wie man auch kürzlich in der Motz lesen konnte, nach einem Standort für eine Justizvollzugsanstalt. Habe ich einmal zur Reaktivierung der Bahnstrecke Bermeuchen, also Bad Freienwalde, Berlin, und zweitens, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir auch so einen großen Saal brauchen, ohne Konkurrenz für die kleinen Theater.
kleinere Sylvie haben. Ich mache ein bisschen Sorgen, dass es wirklich ein privater Betreiber fürs Kurtalter gefunden wird. Angesichts dessen, dass schon für das relativ kleine Schlosscafé, die das ganz, ganz schwer ist, die man zu finden, das betreibt und dort investiert ja auch. Das ist eigentlich meine Hauptsorge, dass man wirklich privat jemanden findet, der auch investiert und auch betreibt. Und das ist, dass die als schöner Kostenklotz am Bein der Stadt hängen bleiben tatsächlich. Und dies nur ganz kurz und Bezug nehmend auf die vielen Beiträge, für die ich herzlich danke. Als erstes möchte ich natürlich mal aufrufen, wenn wir über Kultur reden, da hat das auch etwas mit Gesprächskultur und Streitkultur zu tun. Wissen Sie, ich steige anschließend in mein Auto und fahre wieder nach Prenzlauer Berg, nach Berlin zurück. Sie leben hier. Und ich glaube, es steht mir zu und ich habe das Recht, hier heute Abend auch zu sagen, bitte gehen Sie sorgsamer mit sich selbst um. Erstens. Zweitens. Herr Malchow, danke für Ihre vielen Ratschläge. Sie sind wichtig. Ich teile zum großen Teil Ihre Auffassung, was die privaten Kurpatienten angeht. Aber es einfach zu konstatieren, das ist so und das bleibt so, das ist mir zu wenig. Ich kann beliebig lange eine Liste aufmachen, wogegen ich bin, dass die anderen schuld sind. Aber die Frage ist doch durchaus berechtigt. Wo sind die Alternativen? Wo ist Machbarkeit? Wer macht etwas? Und diese Fragen muss man sich stellen, diese Fragen müssen Sie sich stellen und an dieser Lösung müssen Sie sich beteiligen. Das kann Ihnen kein anderer abnehmen. Fördermittel des Landes Brandenburg haben eine ganz strenge Disziplin. Eine ganz strenge. Ich kann nicht aus der linken Tasche in die rechte Tasche. Ich kann nicht Ampelgelder gegen Verkehrsgelder tauschen, Kita-Gelder gegen Schulspeisung und so weiter. Das ist nicht möglich. Im Unterschied zu vielen anderen Brandenburger Städten, von Angermünde bis nach Jüterbock, hat aber Bad Freienwalde als Kurstadt die Chance, eine überregionale, als älteste Kurstadt und eine von 7 bedeutenden Kurstädten, das zu machen. Und zwar eine seltene Möglichkeit, die überregionale Bedeutung darzustellen. Ich bin Folgenreiter, mein Name, wir hatten schon Vergnügen, Ortsbeirat, ja genau. War auch schon ein paar Jahre in der Politik unterwegs und gesagt, was ein sehr interessanter Abend, weil ich bin ja frisch gezogen. 2 Jahre finde ich immer noch sehr frisch und frage mich, stehe ich überhaupt auf, sage überhaupt was, steht mir das überhaupt zu? Und muss aber sagen, der Vorschlag und die Vorführung dieser ganzen Geschichte und die Äußerung dazu, hochlobend, kann man nicht anders sagen. Das Problem steht bloß darin, dass hier der zweite Schritt vom ersten gemacht werden soll. Erst muss die Infrastruktur her und wenn die Infrastruktur da ist und man Leute herholt, Leute dazu bewegt, aus der Stadt rauszuziehen, hier raus, ja, und nicht die Inselorte oder Inselgemeinden abhängt, muss man mal so sagen. Wir messen von Ihnen wieder mal. Wir kennen uns ja beide sehr gut und ich glaube, meine Äußerungen haben Sie manchmal ein bisschen böse gemacht, wie Sie sagen. Ich wollte Ihnen nur eins sagen. Zu Beginn der Veranstaltung haben Sie was vom Optimismus gesagt, von Visionen, die rüberkommen. Aber diese Visionen sind eigentlich toll, aber die müssen auf einer realen Grundlage existieren und da müssen Sie versuchen, die Bürger mitzunehmen und nicht das von oben herab immer wieder versuchen zu dividieren. Gibt es neue Entwicklungen im Punkt Schloss und speziell Schlosscafé? Natürlich, ich weiß, dass es das Eigentum der Stadt ist, weiß ich, aber ich spreche über Gastronomie, über Kultur, über Leben in der Stadt. Gibt es da Neuigkeiten? Sie wissen ja, dass der Landkreis Märkisch-Oderland Eigentümer ist und dass der Landkreis beschlossen hat, aufgrund der Wertigkeit, die Sie festgestellt haben, die Immobilie im Wege eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens zu veräußern. Wenn der Landkreis, und das haben wir mitgetragen, sich entschieden hat, die Immobilie zu veräußern und es gelingt, im Rahmen der europaweiten Ausschreibung überhaupt jemanden zu finden, der ein verlässliches Konzept, ein finanziell belastbares Konzept entwickelt, dann sage ich, wird der Tourismus in Bad Freienwalde davon profitieren. Gelingt es uns an, bitte doch, Frau Linke, wenn es uns an der Stelle nicht gelingt, dem Landkreis nicht gelingt, dann sitzen wir spätestens in einem Jahr wieder hier und haben, so wie wir zum Kurtheater uns gerade stellenweise ein bisschen heiß geredet haben, die nächste Aufgabe vor uns, nämlich der Landkreis
wird dann wieder sagen, ihr macht nichts weiter. Und wir, aus unserem Verständnis heraus, dass wir sagen, die Immobilie kann doch nicht leer verfallen und stehen bleiben, werden dann wieder antreten und nach Lösungen suchen. Nehmen wir doch diese Chance wahr und machen es. Zum Zweiten, wir zahlen jedes Jahr 100.000 bis zum Jahr 2020 an Alt-Ranf an Zuschüssen für das nächste Schloss. Haben Sie mal gefragt, wie viele Besucher wir bis jetzt haben? Da sind Millionen werden dort versenkt und 100.000 versenkt. Und es wird eine kleine Veranstaltung neben der anderen gemacht. Keiner kommt hin. Das ist ungefähr so gut wie das Oderland-Museum besucht oder die Ausstellung jetzt in unserem Schloss. Das sind doch Realitäten, die man einfach sehen müssen. Da gehen 100.000 Euro hin. Die könnten wir uns ersparen und ins Schloss reinstecken. Das Schloss wird immer defizitär sein, ja. Aber wenn es 160.000 Euro Betriebskosten sind, könnte man schon die 100.000 nehmen, die jetzt nach Alt-Ranf gehen. So, und wenn dann auch noch der Kreis bereit ist, die 300.000 kommen zu lassen und noch degressiv uns einen Übergang gibt, hätten wir doch die Chance, die Tourismusinformation dort einzusetzen ins Schloss. Warum müssen wir jetzt Miete bezahlen an anderen Stellen? Wir könnten auch eventuell eine Bibliothek dort unterbringen oder ein Büro eines Unternehmers. Es wird sich bestimmt einer finden, der gerne dort residiert. Aber dann ist es ein lebendiges Schloss und wir haben etwas mehr. Liebe Frau Linke, ich freue mich, dass Sie mich daran erinnert haben, dass wir jetzt fast 2 Stunden rum haben. Und ich würde mit Ihnen gerne noch ein bisschen plaudern. Das setzen wir fort, das Foyer-Gespräch. Und Sie haben ein Gut bei mir. Beim nächsten Mal sitzen wir wieder im Foyer und gestalten das wieder ein bisschen kleiner und gemütlicher. Suchen uns auch wieder ein Thema und gucken mal, wie wir das denn auch mit Hilfe von Herrn Göttmann gut moderiert bekommen. Herzlichen Dank nochmal, Herr Göttmann. Hat doch eine Neugierde geweckt und die Anzahl erhöht gegenüber den bisherigen Foyer-Gesprächen. Vielen Dank für die Mitwirkung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Linke, dass wir hier in unserem eigenen Haus Gast sein durften. Und hoffe, dass wir noch viele schöne Angebote hier in der Konzerthalle haben werden, neben den Foyer-Gesprächen. Ich glaube, das erste Halbjahr für 2019, da haben Sie wieder alles gegeben. Vielen Dank. Was Sie wissen, unter Lehmann weiß es auch, wenn er beißt, beiß ich zurück. Also, das nächste Foyer-Gespräch wird dann wirklich ein Foyer-Gespräch und die Präsentation des Kurtheater, die ja sicher dann noch stattfindet, wenn es weiter ist, die werden wir dann als Präsentation des Kurtheaters hier richtig verkaufen und auch durchführen. Die Foyer-Gespräche sollen das bleiben, was sie sind, Gespräche im Foyer. Herr Lehmann, wir haben uns das beide heute gemeinsam erstritten, das finde ich auch gut. Dafür ist er der Bürgermeister und es ist zwar das Haus der Stadt, aber seit 20 Jahren habe ich hier den Mut auf und doch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier gewesen sind und ich freue mich sehr, sehr über die Diskussionen, die hier waren und ich denke, wenn wir uns weiter so interessieren für die Entwicklung des Kurtheaters, werden wir das Kurtheater auch wieder erstehen lassen. In der einen oder anderen Form. Dankeschön für heute Abend. Und Ihnen, Herr Lehmann, danke.